stranger in the night. Take a chance for some romance. Don't cover your eyes. Willow trees know you better than anyone else. It's time you let your guard down for someone like me. I'd say I'm settled and pretty calm. I don't storm in the storm. If not me, then someone like me that knows what to do and how to take care of you. But most of all, that deserves you. Hallo, liebe Videofreunde. Ja, mal ein kurzes Update, was so bei uns los ist. Nicht viel. Müde, es ist dunkel, alles grau, es regnet und regnet und regnet. Das ist schon eine Herausforderung. Frühmorgens, wenn wir aufstehen und es ist alles nass. Mit Hund und Gassi gehen und reinkommen und dreckige Pfötchen und abwischen bringt gar nicht viel. Und sauber machen und Ordnung und Dreck in der Bude. Da muss man sich schon mögen. Ja, also wir stehen jetzt hier an der Mosel. Regen. Und sind gestern Abend hier angekommen. Wir sind losgefahren gestern vom Saarland. Da hatten wir ja Michaels Familie besucht. Das war schön, gell? Und hat uns sehr gut gefallen. Wir sind sehr gut bewirtet worden, wie es im Saarland. Wie heißt es im Saarland? Erstmal gut gess. Erstmal gut gess. Ja, das haben wir. Sind sehr, sehr gut verwöhnt worden und bekocht worden und war ganz toll und schön. Und ja, dann sind wir gestern hier Richtung Mosel runter, weil Michael übermorgen frühzeitig wieder arbeiten muss. Dass wir schon mal in der Nähe von seiner Arbeitsstelle sind. Auf dem Weg hierher sind wir an der Firma FED-Konzept vorbeigefahren. Das ist ja unsere Firma, die wir haben für unseren Hund. Also die stellen Hundenahrung her und qualitativ hochwertige Hundenahrung her. Und da habe ich gesagt, oh, da muss ich mal anhalten. Und dann sind wir da hingefahren und da habe ich da auch gleich ein bisschen was eingekauft und mich mit denen dort unterhalten. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass das so ein Riesenwerk ist. Und da sagte die Dame dann da an der Kasse auch, die meisten denken immer, es ist so total klein. Und das ist ja doch eine richtig große Fabrik, ne, kann man schon sagen. Ne? Ja. Und denken immer viele, das ist so ein bisschen wie handmade. Aber nee, es ist wirklich sehr groß und aber eben super. Also das Futter ist sehr gut. Unser Hund verträgt das sehr gut. Im Moment zwar nicht so, da hat er wieder mal seine Problemchen, aber das ist ja bei ihm immer so. Aber das ist das einzige Futter, was er wirklich sehr gut vertragen hat. Und besser als das selbstgekochte, was wir gemacht haben. Ja, und dann haben wir da einen Besuch abgestattet und sind dann hierher an die Mosel gefahren und waren abends noch hier schön essen gestern, gell? War schön gewesen, gleich hier oben drüber. Wir stehen gerade übrigens an den Kröver Nacktar Schweinhallen. Ja. Stehen wir gerade auf dem Parkplatz, da haben wir uns hingestellt und stehen wunderbar direkt am Wasser, aber es ist halt eben wettertechnisch traurig. So, jetzt werden wir mal, wo fahren wir jetzt denn überhaupt? Nach Zell. Jetzt fahren wir nach Zell, weil Michael sagte, da gibt es einen Stellplatz, ne, der offen hat. Wir würden gerne Strom haben und wollen wir mal gucken, ob wir da ein Plätzchen finden, noch ein bisschen was einkaufen und dann einen gemütlichen heute. Also, dann mal, ja, ich weiß nicht wann, irgendwann sehen wir uns wieder. Genau. Tschüss. How to take care of you, most of all.
Beschreibung, das ist wie bei dem anderen, dass du reinfährst und das Nummernschild dabei aufgenommen wird. Aber scheinbar ist es nicht so. Also muss man doch drauf drücken und eine Karte ziehen, oder was? Ja. Startklar, noch nicht ganz, aber der wartet, dass wir abfahren können, weil sonst müssen wir noch mal bezahlen. Und wir waren jetzt gestern hier in Zell und haben dann immer mal so aufs Wetterradar geguckt, und die kleinen Lücken heute, die waren ausgenutzt, um mal mit dem Hund schnell rauszugehen. Und jetzt geht es weiter. Und jetzt müssen wir erstmal schauen, wie es weitergeht. Weil wenn wir jetzt hier Wasser bekommen würden, dann würden wir nochmal nach Reil fahren, weil wir dort gerne nochmal in dem Bistro essen gehen würden. Mit der netten Bedienung aus Leipzig. Und wenn es aber kein Wasser gibt, dann fahren wir zu Michael auf die Arbeit und füllen da auf. Es ist ein bisschen umständlich, weil er da mit dem Fahrstuhl immer hoch und runter fahren muss und einzelne Kannen holen muss. Aber anders geht's nicht, damit ich morgen nochmal voll bin. Also ich meine der Tank, dass der morgen nochmal voll ist. Und dann muss Michael morgen ja wieder arbeiten. Und für mich geht's dann Richtung Heimat, aber in langsamen Schritten. Ich habe noch ein paar Stationen, die ich machen möchte. Ja, das ist der neueste Stand. So, Michael geht bezahlen. Der Kassenautomat ist hinter der Wurstbude. Und dann wollen wir noch mal gucken, ob wir noch irgendwo Wasser kriegen. Bin schon mal gespannt. Ich glaube es ja eher nicht. So, da kommt er wieder. Aber ich bin jetzt echt mal gespannt, wenn er jetzt bezahlt hat und wir hier rausfahren, kommen wir auf der anderen Seite ja gar nicht mehr rein. Wo will denn der das Wasser auftanken? Das ist mir jetzt ein Rätsel. Aber sag mal jetzt, wenn ich. Musst du Cash bezahlen? Okay, also man muss Cash bezahlen. Und jetzt eine Frage, wenn du jetzt bezahlt hast und hier rausfährst, kommst du da drüben ja nicht mehr rein? Nein, die Entsorgung ist da drin. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob es hier Wasser gibt. Ja. Ja, machen können wir schon mal. So, und wir fahren hier los und jetzt guck mal, jetzt kommt hier sogar die Sonne raus. Das glaube ich ja jetzt nicht.
Das ist seit ein paar Tagen das erste Mal, dass blauer Himmel ist. Wirklich. War die ganze Zeit nur grau, nur Regen, gegossen und geschüttet. Und das erste Mal jetzt, dass ein bisschen blauer Himmel ist. So, jetzt mussten wir erstmal reparieren, weil unser Schlauch, den hatte ich abgebrochen. Das Schnüffelstück vom Schlauch hatte ich abgebrochen, aber wir hatten noch ein Ersatzstück dabei, zum Glück. Und jetzt kommt der große Moment. Michael hat übrigens jetzt so einen Filter gekauft, den man hier ranmacht. Bevor das Wasser reingeht, wird das gefiltert jetzt, oder? Ja, das ist aber nur kein chemischer Filter, sondern nur für grobe Verschmutzung, also Rost oder wenn irgend sowas drin ist. Ah, okay. So, du wirfst jetzt mal einen Euro ein und ich lasse erstmal einen Augenblick das Wasser laufen, bevor man es, ich weiß nicht, wie lange das schon in der Leitung steht. Jetzt drücken wir auf Start. Seite. Andere Seite. Ach hier. Der Euro war für nix. Das ist nicht nur abgestellt. Es leuchtet zwar grün hier, aber es passiert nichts. Ja. So, also Wasser kam jetzt und warum kam es vorhin nicht? Weil hier drinnen ist nochmal wie so ein Rückschlagventil. Aha. Man musste das Ding reingesteckt haben und dann geht es erst. Ach, du das hattest das nicht? Ah, okay. Weil die normalen haben das nicht, die normalen Anschlüsse. Da kommt die Krauze raus, hat man ja gesehen. Dann. So. Und dann ging es nämlich. Ja. Dann kam Wasser. Und das macht die ganze Sache jetzt natürlich ein bisschen einfacher, weil jetzt können wir nach Reil fahren und können heute nochmal tagsüber in Reil bleiben. Und dann geht morgen der Alltag los. Für Michael, für mich noch nicht ganz, aber ich muss dann wieder alleine weiterfahren. Ist auch nicht so schön. Schon schöner, wenn man zu zweit ist. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. The sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Reingefahren, weil ich mir einfach mal den Stellplatz angucken wollte. Hier waren wir ja noch nie. Es regnet schon wieder, es ist schon wieder, es ist vorbei, schon wieder. Und da ist das gleiche System wie in Traben-Trarbach mit Kamera. Und dann bezahlt man drin, gibt sein Auto ein. Und das ist ein super System, also mir gefällt das besonders. Wir können ja noch mal ein Stück nach hinten fahren, dass wir mal einfach die Plätze sehen, wie es da ausschaut. Weil hier war ich auch noch nicht. Vielleicht kann man hier auch mal herfahren dann im Sommer. Michael sagt, er hätte offen, aber irgendwie ist gar keiner da. Das ist ja auch schon ein bisschen komisch. Ja, der ist schön. Der ist wie ein Tram-Traber. Ja, stimmt. Das ist, ist Wiese. Stimmt. Ja, wie ein Tram-Traber. Was gleich hier dann die Weinregion und einwandfrei. Steht man auch schön. So, jetzt fahren wir uns noch den Campingplatz hier in Pünderich angucken. Automatische Autoschranke, wenn die jetzt runtergeht, dann ist man hier gefahren. Ah, auch schön, ja. Doch. Schön.